Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eldarum zu einem weiteren Let's Test in dem Zwergenfürst. Pucci und Yoshis Woolly World spielen wir heute die Demo-Version. Würde man sagen, ohne viele große Worte, auf geht's. Wir haben hier zwei Welten zur Auswahl. Ich nehme mal die erste. Wähle einen Modus, entspannt oder klassisch. Ich nehme mal klassisch. Wieso nicht? Kannst den Modus jederzeit ändern. Okay. Und Welt 1. Woll Yoshis Verstrickungen. Start. Okay. Hüpfen mit A. Wollespuck mit B. Hüpfer nochmal mit A. Achso, da kann ich auch schweben hier. Nice. Und Wolke sammel. So ein Block gibt's auch noch. Wollknäuel. So geht's. Drücke B, um einen Feind zu verspeisen. Drücke. Ducke dich, um einen Wollknäuel zu erzeugen. Ach so. Ducken geht so. Miam. Ducken. Wollknäuel. Nice. Und ich kann dich abfeuern. Oh, Zielsuche. Ja. Schön verstrickt. So, hier haben wir irgendwas freigeschaltet. Nice. Steuerung muss ich noch ein bisschen kapieren. So hundertprozentig habe ich die noch nicht kapiert. Duck. Schleck. Spring. Spring und halt. Oha, kann ich die auch verschlucken? Scheinbar nicht. Und Wollröhren. Oh, ich kann sogar durch die Wollröhren verschwinden. Unter Wasserlevel? Löst sich der Wolle nicht auf? Naja, Wolle löst sich nicht auf, aber wird zumindest weich. Dann wieder hoch. Nice. Sieht alles ziemlich kuschelig aus hier. Miam. Wollknäuel. Und damit kann ich jetzt schießen. Versuchen wir es. Zack. Schön eingebunden. Piranha-Pflanze. Ich kann sie niemanden mehr beißen. Infobox. Flatterflug. Alter A gedrückt, um einen Kurzzeit zu fliegen. Ja. Wusste ich schon. Ja. Ich habe es nicht geschafft, lang genug zu fliegen. B. So, jetzt habe ich einen. Und zack. Habe ich ein Wollknäuelchen. Ein Wollknäuelchen. So sieht's aus. Zack. Ich sagte zack. So, dich habe ich. Nein, B ist nicht der Springknopf. Nicht wie ein Mario. So, da sind wir wieder. Zack. Wollknäuel werfen. Ja, habe ich schon herausgefunden. Habe ich schon von selbst herausgefunden. Von ganz von alleine. Und da, was ist da? Ah, Wollknäuel ist. Noch ein Wollknäuel ist. Noch ein Wollknäuel ist. Ganz viele Wollknäuel ist. Ich sammle mal alle. Wie viele können wir eigentlich sammeln? Alle? Scheinbar keine mehr. So. Kommt mal alle mit. Wollknäuel ist. Okay. Was soll das bringen?
Oh, da kann ich schieben. Verstanden. Und hier noch eins. Zack, hier in Gelb. Und da oben noch eins in. Hopp. Du wird jetzt schwarz. Jo. Dann kann ich hier hoch. Hops. War mit A. Hops. Hier unten gibt es aber noch was zum Schieben. Ein Wollknöllchen. Ich noch dazu. Oh, da muss ich wieder schießen hier. Zack. So. Haben wir. Da kann ich nicht durch. Könnte ich da unten noch durch? Nö. Nur hier. Einmal hops. Dann einmal hoch hier. Ja, läuft alles. Hübsch verstrickt. Solange ich mich nicht zu sehr an die Lage verstricke hier. Dann kann alles gut laufen. Fahrzeugmöckchen. Was mache ich mit euch? Soll ich euch schlucken? Kann ich die abschießen oder was? Jetzt habe ich noch einen von diesen Bällen. Wie komme ich hier wieder raus? Kann mir jemand helfen? Fürchte ich, bin hier in einer. Okay, jetzt habe ich mal in den entspannten Modus gewechselt. Das heißt, komme ich jetzt hier vielleicht raus? Okay, jetzt kann ich auf jeden Fall ein bisschen länger fliegen. Aber hilft mir das? Okay, hier gibt's Herzen. Hier gibt es sowas hier. Ah, da geht's wieder hoch. Vielen Dank, Spiel. Okay, Para-Yoshi sozusagen, kann man ein bisschen länger fliegen. Das ist halt der entspannte Modus, im Gegensatz zum schweren Modus. Abgekratzt oder was? Nein, ich habe auch mehr Herzen, bemerke ich gerade. Ich werde mal wieder zum Mittelmodus schalten. Klassisch. Klassisch ist es dann doch besser. Und nu. Wieder drauf. Was? Da kann ich nicht drauf. So ein Mist aber auch. Gehe ich hier zurück zum Checkpoint. Achso, da bin ich. Ich dachte schon, ich bin verkleinert worden und in der. So weiter geht's. Vielleicht brauche ich hier gerade den entspannten Modus. Um da höher zu fliegen. Komm, 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 komm. Muss doch schaffbar sein. Ja, ich schwebe hier einfach easy im lockeren Modus lang. Zack. Und was ist in dir? Oh, jede Menge Münzchen. Das sind keine Münzchen, aber Kristalle, die mir helfen. Brauche ich bestimmt einen von denen hier, um weiter zu kommen. Nein, das sind nur Herzen. Und was sind hier drin? Ah. Da jetzt hinauf. Liste für alles, gibt's eine Lösung. So. Und da hoch. Zack, da geht's schon weiter. Jetzt müsste das Level auch bald zu Ende sein. Jo, Ziel. Ja, dann würde ich mal sagen,
der Part für den letzten Test ist da schon bestimmt lang genug. Ein Däumchen nach oben sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Dann bis zum nächsten Mal. Habt noch einen angenehmen, frostigen Tag. Da steht auch danke fürs Spielen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Let's Test. Haut ran.